Jawohl, hier ist der Bernd Schlömer, der Vorsitzende der Piraten. Herr Schlömer, zum vierten Mal in Folge sind die Piraten in einen Landtag eingezogen. Was bedeutet denn das jetzt für Ihre Partei? Ich glaube, die Piratenpartei ist jetzt angekommen im Parlamentssystem, im Parteiensystem und ist eine ernstzunehmende politische Kraft in Deutschland. Wie lange können Sie das den Wählern noch zumuten und hoffen, von Erfolg zu eilen, ohne den Wählern wirklich zu sagen, was für ein Programm sie haben? Also wir haben ja ein Wahlprogramm in Nordrhein-Westfalen gesehen, das sehr breit war. Angefangen von Bildungsthemen, der Bürgerbeteiligung, Transparenz, Verbraucherschutz bis hin zum Tierschutz. Ein breites Themenspektrum. Wir müssen wahrscheinlich besser deutlich machen, dass wir viel mehr Themen haben, als uns unterstellt wird. Die Piraten neigen dazu, den Bürgern einiges zu versprechen, von kostenlosem Nahverkehr bis hin zum bedingungslosen Grundeinkommen. Aber sie sagen nicht so wirklich, woher das Geld kommen soll. Es ist ein fahrscheinloser öffentlicher Nahverkehr, den wir uns wünschen. Städte und Kommunen bezuschussen den öffentlichen Nahverkehr jetzt schon. Unsere Modelle, die wir derzeit errechnen, sollen natürlich nicht neue Schuldenberge kreieren, sondern wir wollen natürlich Lösungen haben mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht. Jetzt sind Sie in vier Landtagen. Sie haben immer gesagt, die Bürger wollen mehr Transparenz, mehr Mitsprachemöglichkeiten. Wie lösen denn jetzt die Piraten in den vier Landtagen, in denen sie eingezogen sind, dieses Versprechen ein? Also beispielsweise wird im Berliner Abgeordnetenhaus werden Anträge, Vorhaben rückgekoppelt über das innerparteiliche Meinungsbildungssystem Liquid Feedback, was die Piratenpartei in Berlin nutzt. Dort kann die Basis, die Mitglieder können mitstimmen und diese Meinungsbilder berücksichtigen die Abgeordneten bei Entscheidungen. Jetzt haben Sie zum Beispiel einen Bundesparteitag gemacht und haben gesagt, jeder Pirat darf zum Bundesparteitag kommen. Sie haben, glaube ich, 20.000 Mitglieder gekommen, sind knapp über 1.000. Das ist ja auch keine wirkliche innerparteiliche Demokratie. Wir laden jeden ein, an Bundesparteitagen teilzunehmen. Und diejenigen, die es interessiert, die es wichtig finden, kommen auch. Wir werden sehen, dass wir zukünftig dezentrale Parteitage durchführen, vielleicht auch Online-Parteitage, um Programmatiken zu beschließen. Und dann können die über 30.000 Mitglieder auch alle mitstimmen. Jetzt sind Sie in diesen vier Landtagen als Oppositionsfraktion. Zunächst wird das so bleiben oder bieten Sie da, wo Sie gebraucht werden, der Regierung auch Mitarbeit an, vielleicht sogar Koalitionen? Also auch hier in Nordrhein-Westfalen gilt, wenn es thematische inhaltliche Überschneidungen gibt, wird die Piratenpartei auch mit Rot-Grün, wenn es so kommt, stimmen. Wir sind kein. Ich will mal nachfragen. Also Sie sehen sich jetzt gar nicht als Opposition zu Rot-Grün, sondern Sie sind mal mit der Regierung, mal dagegen. Genau, das ist richtig. Wenn Inhalte und Themen identisch sind, das, was die Piraten hier in NRW verfolgen, dann wird man mitstimmen. Kleiner Blick auf die Bundestagswahl 2013. Was müssen Sie bis dahin noch hinbekommen, dass die Piratenpartei dort eine ernstzunehmende politische Kraft werden kann? Also unsere Aufgabe wird es jetzt sein, ein Wahlprogramm zu formulieren, das den Interessen und Anliegen der Bürger entspricht, dass wir angenommen werden und dann über die 5%-Hürde kommen. Das war der Bundesvorsitzende der Piraten. Herzlichen Dank. Zurück nach Bonn. Vielen Dank.